Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einem Kerbal Space Program Let's Play, wenn ich das finde da. Das sind viel zu viele Welten, die muss ich echt mal irgendwann alle löschen. Doof. Doof. So, ja, wir sind das letzte Mal in KSP, schwarzer Bildschirm, hallo. Wir sind das letzte Mal in KSP, ja, etwas vorangekommen mit unseren Founds und Researches und ihr habt mir einige Tipps gegeben und ihr habt natürlich recht, ich sollte mit den Parts eher landen, weil sonst wird das nicht gut. Oh, unsere Reputation ist sehr gut. Nein, da will ich nicht hin. Das wird, glaube ich, noch oft passieren. Habe ich so im Bauchgefühl. So, da will ich hin, genau. Und zwar soll ich auch die Dinger hier viel schneller annehmen, weil die gehen recht schnell weg und man hat meistens ein Jahr Zeit, genau. Also ich hätte jetzt 2 Tage Zeit, um den anzunehmen, aber ein Jahr Zeit, bis der hier wegkommt. Deswegen kann ich den eigentlich annehmen zum Beispiel. Was ist denn das? Test Fuel, eine andere Fuel Engine beim... Okay, ja, machen wir. Stack die Kabler, Land und Carbon nehmen wir auch an. Und testet TTT-18 Stability Enhanced Landed und... Ja, nehmen wir einfach mal an. Den Radial Decoupler auf Ding, wir wollen auf 33.000 Meter Höhe. Habe ich die nicht schon alle angenommen? Und to test, okay. Was ist das hier? We want you to test Rocomax. Ja, komm, wir nehmen einfach alles an. Escape the Atmosphere. 70.000 Meter Höhe, das schaffen wir bestimmt auch noch innerhalb von dem nächsten Jahr. Und das hier schaffen wir bestimmt auch. Ah, das hat gar keine Ablaufzeit. Das andere wahrscheinlich auch nicht, oder? Und wie lange hast du? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ja, genau. Das auch. Ist egal. Ja, gut. Dann haben wir die alle angenommen. Dann können wir zurückgehen und uns eine Rakete bauen, die da so ein bisschen was zumindest erfüllen kann. Gucken wir mal nach, was wir alle so brauchen. Wir haben gesagt, wir wollen die Fuel Engine... Flying, also gut, dann nehmen wir die gleich mal als erstes. So, das ist die hier. Ja, die bauen wir dann an. Dann müssen wir nur noch damit irgendwie hochfliegen. So. Ach ja, wir wollen auch. Moment. Wir wollen Fallschirme. 3 Stück hier hin. Ne, Moment, wir lassen die noch an der Seite. Wir nehmen noch erstmal hier einen hin. Machen jetzt. Ein seitliches Ding. Und ja, ich mache mit Absicht keine SS dran. Bevor wieder jemand fragt. Das hat Gründe. Komm her, Fallschirm. Wir machen hier natürlich Fallschirm dran. Hallo. Und die jetzt einzeln entfernen, ist ja doof. So, perfekt. Gut, den hier ran. Ne, die will ich eigentlich dann nicht. Bin ich blöd. Oh Mann. Jetzt du da weg, weil ich will die nicht abspringen. Weil ihr habt ja, wie gesagt, recht, ich sollte mit mehr Teilen auf Kerbin landen, sonst habe ich irgendwann ein Problem, was mir das Geld angeht, weil ich krieg Geld zurück, wenn ich... Ja. So, die soll ich aber auch testen. Jetzt gucken wir mal, was wir alles noch testen müssen. Stack Decoupler. Das ist ein Radial Decoupler. Ich habe doch die Stack Decoupler schon getestet. Landed. Haben wir doch schon mal gemacht. Egal, machen wir jetzt nochmal halt. Teste TT-18. Der TT-18 und... Was? Wo ist der? TT-18 Launch. Achso, das ist das TT-18-Ding. Genau. Das testen wir jetzt. Und wir sollen diese Radial Decoupler Lander testen. Ja. Wenn wir das Spiel schon glitchen können, dann tun wir das auch. Was haben wir noch? 33.000 Meter Höhe. Vielleicht schaffen wir es ja. Und diese Engines testen, das müssten die sein, die wir jetzt gerade dran haben. Nein. Ist das die LV? Nee. Das hier? Ah. Joa. Können wir ja eigentlich... Wann muss ich die testen? Oh Gott. Das ist hoch. Nö, das brauchen wir jetzt noch nicht machen. Gut, dann kümmern wir uns mal ums... Ach, da unten geht's noch weiter, der Booster halt noch, ne? Ray Space und Ding. Okay. Ja, geh weg. Geh weg, danke.
So, wir wollen die ganzen Engines da nachzünden. Die hier noch. Und die da. Erstmal natürlich die beiden hier wegsprengen, dann die zünden. Und die gleichzeitig weghauen. So. Und damit versuchen wir mal, die Höhe von 33.000 Meter zu erreichen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Könnte knapp werden, aber wir versuchen es einfach mal. Und würde sagen, Launch. Ja. Es ist voll kompliziert, jetzt plötzlich auf Funds zu achten. Weil man das vorher nie gemacht hat. Und jetzt macht man es plötzlich. Das ist ganz, ganz komisch. Oh, wir hängen ziemlich hoch. Gut. Wir machen das Teil hier wieder auf. Das hier ist an das hier, das heißt, wir können die beiden bestätigen. Jawohl. Kriegen dafür natürlich Geld und alles und schön und bla und blieb und blub. Und wir geben Gas und heben ab. Und fliegen einfach schön nach oben. Jetzt haben wir die Teile auch getestet. Super. Damit sind wir hier schon mal schön im grünen Bereich. Jetzt muss ich noch, oh, die müssen ja auch noch verdammte hohe. Oh Gott, wie hoch müssen die denn? Oh, nein, 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 nein. Halt. Wir machen mal das SRS von dem Cockpit an, das sollte reichen für diese Rakete. Ja, meine Leute, das Cockpit hat auch so ein Reaction Wheel drin. Und wir müssen 33.000 Meter Höhe erreichen. Mal gucken. Das sieht nicht gut aus. Würde ich mal so behaupten. Weil wir sind jetzt schon out of fuel. Wie hoch ist denn der? Ja, okay. Das haben wir nicht geschafft. Schade drum. Ach Gott, die brauchen auch eine. Oh Gott, die brauchen ja noch eine höhere Höhe. Da wird's wohl Zeit für die Booster. Dann. Gut, aber jetzt erstmal hochfliegen. Wir können einen Crew Report machen, auch wenn der wahrscheinlich nichts bringen wird mehr. Ja, fuck it. Gibt dahinter. Bringt jetzt zwar nichts, aber machen kann ich jetzt auch nichts dagegen. Ja, und dann lassen wir uns wieder runterfallen. Und wie gesagt, diesmal landen wir mit mehr Teilen. Das heißt, wir kriegen auch mehr Geld hoffentlich zurück. Das wäre sonst ziemlich fatal, wenn wir jetzt mit weniger landen würden. Die Teile raus. Aber wir müssen noch ein bisschen runter, also ist das schon okay. Und wir landen auf der Landebahn, das ist auch cool. Ja, es sieht so aus, als würde es jetzt sogar noch langsamer vorangehen, weil wir jetzt noch auf Geld und so achten müssen. Das heißt, wir können einfach nicht einfach so überdimensionale riesige Raketen bauen, wie wir früher konnten, und damit einfach direkt mit der zweiten oder dritten Rakete in den Orbit. Das geht nicht mehr. Wir müssen jetzt tatsächlich uns konzentrieren und drauf achten. Scott Manley hat natürlich das schon wieder durchgespielt, hat er zumindest getwittert mal, aber klar, der Kerl, der macht es wahrscheinlich trotzdem immer noch beim ersten Flug. Wobei jetzt inzwischen es echt schwer sein müsste, beim ersten Flug in den Orbit zu kommen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Oh nein, 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 langsam, langsam. Okay, wir haben eine Engine verloren. Das ist aber im Verhältnis trotzdem noch besser, als wenn ich alles abspringe. Also wir haben auf jeden Fall ein Plus draus geholt. So, wir haben keine Science bekommen davon. Ja, so ein Pech aber auch. Aber wir haben ein paar Funds bekommen und ein bisschen anderes Zeug. Und, ja. Können dann nochmal hier reingehen. Und die aktuell gebaute Rakete übernehmen wir eigentlich so mehr oder weniger. Bis auf, dass wir jetzt hier an der Seite... Was haben wir denn noch für sonst so Sachen offen? Liquid Fuel Engine, jojo. 300 Meter und diese LV, die muss ja so weit hoch, genau. Die muss jetzt auf... Okay. Auch recht weit hoch. Aber wir müssen diese Teile eh testen. Das ist hier drunter, oder? Ja, genau. Oh, die haben auch eine Höhe. Oh Gott. Das ist ja schrecklich. So, die boosten uns aber jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen hoch. So. Tut mir leid, aber die muss ich dann wirklich lossprengen. Vier und die zünden schon da. Und weil sonst wird das alles zu viel. Das ist dann viel zu viel Gewicht, was ich dabei hätte. Dafür nehmen wir aber hier die Fallschirme mit und hoffen, dass wir damit einigermaßen... Hallo? Das Geld müsste ja noch rein. Ah, jetzt. Interessant. Gut, dann schauen wir mal, wie hoch wir damit kommen. Sollte ja etwas höher gehen, weil diese Booster natürlich uns sauber hoch katapultieren. Übrigens, was mir gerade eben einfällt, Leute, ich kann ja noch gar kein SRS mitnehmen.
Weil die Leute geschrieben haben, ich soll doch SAS mitnehmen. Ich kann es ja noch gar nicht mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Ich habe ja noch gar kein SAS researched. Ups. So viel zu dem Thema. Damit hat sich das dann wohl gegessen. Das hier wollen wir. Genau. Wir müssen erstmal auf 33.000 Meter. Wie hoch müssen die denn? Auf... What the fuck? 79.000 Meter Höhe? Ah ne, das ist das andere Teil. Ah, halt. Wie hoch musst du? 78.000 Meter Höhe. Ja, das ist jetzt nicht viel besser. Was? Warum muss ich denn so hoch die Booster zünden? Was soll denn das? Oh Mann. Okay, aber wir kriegen auf jeden Fall damit schon mal eine höhere Höhe wahrscheinlich hin als vorhin. Denn diese Booster brennen gut lang. Das ist schön. Wir haben schon mal 5.000 Meter Höhe und haben jetzt nochmal so eine Stage an Boostern, die uns ja jetzt nochmal höher bringen sollte. Wir geben auch mal so Gas, weil unsere Engine kann ja die Booster nicht carryen. Und wie hoch müssen wir für diese Engine kommen? Für die Engine müssen wir 11.000 Meter hochkommen. Könnten wir sogar diesmal schaffen, oder? Ja. Ja, wir haben es doch geschafft. Hallo. Hallo, 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 wir haben es geschafft. Hallo. Wir haben es geschafft. Aber wir sind zu schnell. Fuck! Das gibt's doch nicht. Waren wir jetzt echt zu schnell? Hat es deswegen nicht gegolten? Ach nee, das wäre scheiße. Doof. Aber wir schaffen den Rekord. Perfekt. Den haben wir geschafft, das ist gut. In den Müll damit. Du da, mach mal einen Crew Report. Kriegen wir hier wieder neue Daten? Oh, meine Güte, leck mich doch am Arsch. Oh, wie hoch kommen wir denn? Oh, schaffen wir die 70.000? Schaffen wir die 70.000? Ja, wir haben die 70.000 geschafft. Jetzt können wir einen Crew Report machen. Jetzt hätten wir auch vielleicht ein bisschen mehr mit... Wow, wie hoch schaffen wir es? Da, fuck. Wie hoch wir es einfach schaffen? Wo ist das Hatch? Ich sehe das Hatch nicht, ich sehe das Hatch nicht. Das ist Hatch. EVA mal out. Machen wir ein EVA Report. Keep. Board. Perfekt. Das heißt, wir haben wenigstens zwei Reports schon mal von hier draußen. Die zwar nicht viel bringen, aber immerhin haben wir die. Alter. Da fuck, wie hoch kommen wir denn bitte? Wow. 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 Das war ja jetzt kaum hoch. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir noch so hoch kommen. Aber da kriegen wir ja bestimmt schon Re-Entry-Effekt, oder? So schnell wie wir sind? Ja, schön, genau. Wollte nicht Deadly Re-Entry jetzt integriert sein? Habe ich da irgendwas verpasst? Haben die das rausgeschmissen? Ich hab's vergessen. Ehrlich gesagt, wollte nicht in dieser Version Deadly Re-Entry kommen? War doch angekündigt, oder? Bin ich jetzt so blöd? Vielleicht bin ich so blöd. Kann auch sein. Ich bin öfters blöd. Das passiert. Gut. Hoffentlich landen wir mit den Boostern. Die haben gekostet. Die wollen wir wieder haben. Da sind wir gut hochgekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was haben wir denn jetzt noch zu schaffen? Auf jeden Fall haben wir Reach Space geschafft. Das heißt, wir können uns... Oh ja, weil die Dinger haben gehalten. Könnten gucken, ob wir einen Orbit schaffen. Dann könnten wir auch Science-Zeug mitnehmen. Ich meine, rein theoretisch müssten wir einen Orbit von unseren technischen Möglichkeiten her schaffen. Ich sage rein theoretisch, weil es kann natürlich immer sein, dass das nicht so ist. Also meine Mittel sind vielleicht, meine Skills sind vielleicht einfach zu schlecht dafür oder so. Das wäre natürlich möglich. So. Wir setzen langsam auf. Gleich. Von einem erfolgreichen Orbit-Trip. Jeb, du hattest einen angenehmeren Rücktritt als der erste Mensch im Weltall. Machst aber dabei einen Booster kaputt. Danke, Jeb. Wow. Schnell recovern, bevor da noch was kaputt geht. So, guck mal. Wir haben jetzt ein bisschen Science bekommen. 21, das ist nicht viel, aber ein bisschen. Wir haben ein paar Funds bekommen. Wir haben eine Reputation bekommen und nähern uns da schon dem blauen Bereich. Gucken noch in das Research-Teil hier. Ihr seht, meine Stimme neigt sich so ein bisschen dem, wir sind schon am Ende-Part. Hier wäre SAS dabei. Das wäre vielleicht nicht schlecht, aber allerdings brauchen wir dann eh Strom eigentlich.
Das heißt, eher sinnvoll wäre vielleicht mehr Science zu bekommen. Wir haben die experimentellen. Ich glaube, wir nehmen das hier. Das ist da oben jetzt freigeschaltet worden noch. Die sind nur unnütz. Da sind Struts dabei. Ich glaube, ich nehme das hier wegen Struts. Gut, und hab dann keine Science mehr für die anderen Sachen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mein Name ist Light, over and out.